Prozess gegen Heiden Marx, diesen auf Schadensersatz zu verklagen. Der Kollege unterscheidet jetzt recht zwischen strafrechtlichen Schritten einerseits und auf der anderen Seite den zivilrechtlichen Verfahren. Zwar gibt es im deutschen Rechtssystem auch das sogenannte Adhäsionsverfahren. Das bedeutet, dass der Strafrichter, der über die Straftat zu entscheiden hat, auch über vermögensrechtliche Ansprüche, die dem Opfer entstanden sind, darüber auch entscheiden kann. Das heißt, hier würde der Strafrichter dann gleichzeitig über den Betrug urteilen, aber gleichzeitig auch zivilrechtliche Ansprüche Frau Burg und dem Herrn Feldner zuschreiben. Ob das Ganze hier sinnvoll ist, das miteinander zu verknüpfen, weil es möglicherweise kompliziert sein kann, in einem Baurechtsstreit Dinge zu beweisen, und das wage ich zu bezweifeln, denn der Richter hat tatsächlich auch die Möglichkeit, dieses Adhäsionsverfahren abzulehnen, wenn er es für ungeeignet hält, das Ganze im Strafverfahren zu prüfen. Von daher meine Empfehlung auch hier, wie der Kollege zu Recht sagt, Strafrecht auf der einen Seite und zivilrechtlichen Ansprüche kann man dann